Im Biosphärenzentrum Schwäbische Alb ist noch bis zum 27. Juni die Sonderausstellung Zurück in die Zukunft – Textilkunst aus Rohstoffen der Schwäbischen Alb zu sehen. Mit dabei unter anderem auch die Münsinger Handwebmeisterin Lena Andrea Dippel, die mit ihren Wandbehängen und ihrer Textilkunst zeigt, wie regionale, traditionelle und nachhaltige Produktion funktioniert. Die Wolle kommt von Schafen aus nächster Nachbarschaft. Zum Färben hat Dippel regional vorkommende Färbepflanzen benutzt. Lina Andrea Dippel stellt gemeinsam mit der Filzkünstlerin Christina Ludwig Wolf aus.